Ich habe genau gar keinen Plan und ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wo ich bin. Und ich bin verwehrt. Mann. In der letzten Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Wir konnten endlich das Level gegen Iggy abschließen, wo wir ja nicht schwimmen konnten. Und es so wilde Winde gab, dass wir weggeweht wurden. Wir haben jedoch im Wissensbaum eine Fähigkeit Sturmresistenz freigeschalten. Und einen Geist fürs Schwimmen hatten wir ja bereits. Also konnten wir endlich voranschreiten. Und wir kamen damit zum Aktivitätsleiter Darunia. Und damit haben wir wieder ein neues Dojo freigeschaltet. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Wir werden heute einen neuen Kämpfer freischalten und zwar den guten alten Dr. Mario. Los geht's! Ja, ich habe heute wieder einige Kommentare dabei und die Musik ist mal wieder super. Ja, ich habe einige tolle Kommentare dabei. Und Mario, was soll denn der Kack? Ich weiß nicht, was du willst von mir, aber du kannst mich mal. Ich habe gesagt, du kannst mich mal. Du kannst mich mal, habe ich gesagt. So. Ja, yo. Ja, moin. Okay. Ich meine, ich kenne ja die T-Pose. Irgendwie so funktioniert die ja. Oder so. Keine Ahnung. Diese T-Pose. Oh, oh, lol. Oh, das ist natürlich stark. Oh, oh, hat er mir gerade eine Pille reingedrückt? Also ja, ich hatte in den letzten beiden Parts keine Kommentare dabei, traurigerweise. Weil, ja, ich etwas fertig war und einfach nur diese wunderschönen Videos fertig machen wollte. Das war blöd. Und Mario, komm, geh raus. Yes. Easy, gar kein Thema. Mario ist am Start. Beziehungsweise Dr. Mario ist am Start, ne? Darf man ja nicht verwechseln. Ja, und wie ihr hört, mir geht's auch schon wieder besser. Läuft wieder. Okay, ich habe hier gleich mal einen Kommentar mit dabei. Aber davor werden wir nochmal ganz schnell hier unsere Gruppe ändern. Also, wir haben einen Kommentar von Felix dabei. Und zwar schreibt er, kleiner Tipp, spiel die Geister-Events, um ein paar extra Geister einzusacken. Habt ihr durch Zigarre bekommen, den ich dann auf Level 99 gezogen habe, um ihn zu entwickeln. Jetzt ist es ein Zigarre in der 100% Form, welches ein 4-Sterne-Geist ist und die Fähigkeit Notheilung hat. Also genau das gleiche Ding, was eben auch unsere gute Freundin die Fee hat. Und ja, das ist natürlich schon extrem OP, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt werden wir mal gucken, wie gut wir mit Dr. Mario klarkommen. Und hier habe ich offscreen schon einmal rausgenommen aus dem Dojo. Ja, dazu habe ich auch einen Kommentar bekommen tatsächlich. Und zwar habe ich das noch nicht ganz gecheckt. Und zwar bekommen die jetzt alle die Fähigkeit Leichtgewicht. Dadurch sinkt deren Attacke und so weiter. Oder sowas, glaube ich. Aber bekommen halt andere Vorteile. Das habe ich nicht gecheckt. Das habe ich wirklich nicht gecheckt. Denn, ehrlich gesagt, dachte ich, dass es die stärker machen. Aber dazu habe ich hier einen Kommentar dabei vom guten Gastgeber. Warte, wo ist der? Den muss ich gerade kurz raussuchen. Ja, genau. Hey, wollte dir nur Bescheid sagen, dass die Dojos nur die in den Dojos angegebenen Werte verstärken und die Geister nicht leveln. Dafür gibt es noch ein extra Haus, welches Studio heißt in der Stadt. PS, verwende gegen Gegner mit hohem Prozentenwert auch mal den R-Stick Smash Attacks, mit welchem du solche Gegner besser rauswerfen kannst. Ja, also Dankeschön für diese Tipps. Wieder mal, vielen Dank. Das wird mir auf jeden Fall gut weiterhelfen. Und jetzt kämpfen wir eine schöne Runde gegen Hal Emmerich. Und er ist auch ein Dr. Mario, wie es aussieht. Dr. Mario im schönen Design. So, oh oh, es geht ab nach oben, Freunde. Jo, es geht ab nach oben. Wow, warum stehen wir hier auf dem Boden? Weil wir auf dem Boden gestanden sind. Könnte da dran liegen. So. Ich weiß nicht genau, was mit dem R-Stick gemeint war. Ich denke nicht das da. Boah, mit Dr. Mario muss ich auch erstmal klarkommen, ey. Ich sage es euch. Ich sage es euch. Komm schon her, Rob. Dieser Rob ist am abfuckendsten, muss ich sagen. So. Bisschen abfucken tut dieser Rob schon. So, probieren wir mal die B-Attacken von dem guten Herrn.
Und das war einfach nur idiotisch von mir. Toll, Rob, fuck you. Ey, Rob, fuck mich nicht ab. Okay, gut, dass Rob ein bisschen verfehlt hat, wenigstens. So, komm. Warum genau gibt es jetzt eigentlich nochmal... komm schon. Jawohl. Was machen wir hier? Oh, nice. Der gute Rob kann sich aber jetzt auch langsam mal verpissen. Weil der macht mir hier ein bisschen zu viel Stress. Ist der Metall verwandelt, sag mal? Ist der in Metall verwandelt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie kommt es mir ein bisschen so vor. Und da habe ich wieder mal die Ab-B-Attacke geused. Okay. Ja, irgendwie kommt es mir so vor, als wäre der Typ aus Metall. Ja, ist er auch. Ich sehe es jetzt gerade. Der Typ ist sowas von aus Metall. Okay. Ja, genau, Rob. Ja, perfekt. Hau raus. So. Kurz mal was phrasen. So. Der Dude hält eh nicht mehr viel aus. Ja, der Dude hält eh nicht mehr viel aus. Ganz ehrlich, das ist ein Scheißkampf. Lol, ich musste Rob nicht mal besiegen, oder was? Ja, was sagt mir das denn keiner? Oh, Mann. Ach, wie lächerlich. Wieso sagt mir das denn keine? Ich konzentriere mich da extra auf Rob, weil der so viele aushält. Ja, toll. Wunderschön. So, na komm, Anton. Hauen wir mal ganz kurz was anderes rein. Und zwar den guten Herrn hier. Bildschirmkopfstand. Kopfstandschutz von Monitor. Das ist schön. Und dann können wir auch schon kämpfen. Gegen Anton. Wisst ihr eigentlich, dass Dr. Mario ein richtig beschissener Charakter ist? Ich mag Dr. Mario überhaupt nicht. Weiß nicht. Bildschirmkopfstand juckt mich nicht. Dagegen habe ich einen Schutz, und zwar die gute Monitor. Ja, Shiggy. Chill your life. Oh, lol, ein Porygon. Ja, inzwischen hat es sich gerade selbst rausgekickt. Ja. Inzwischen weiß ich auch wieder, wie es heißt. Das heißt Porygon. Ist mir halt zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht eingefallen. Jetzt weiß ich es wieder. Ist ein Porygon. Okay. Dann, was gibt's hier? Chef, ein 4-Sterne-Charakter. Ach nein. Oh, muss das sein? Muss das sein? Okay, pass auf. Wir machen es so, wir machen die Notheilung rein. Die Notheilung mit der guten alten Fee. Ach Gott, ey, habe ich so gar keine Lust gerade drauf, aber na gut. Und dann mache ich noch den Pikachu hier rein. Ja, passt schon. Kämpfen wir. Ich kämpfe zwar ungern mit Dr. Mario, aber er ist halt nun mal dran in diesem Part. Und dann gebe ich auch mein Bestes, dass ich mit dem Charakter spiele, der in diesem Part dran ist. So, das ist halt ein 4-Sterne-Geist. Helfer-Trophäen machen wir das Leben wieder schwer, wie es aussieht. Okay. Ja, ich, wie gesagt, ich gebe mein Bestes, aber ich kann nichts versichern. Und wieso sind das jetzt auf einmal so viele? Wenn ich fragen darf, warum das jetzt so viele sind. Ich habe genau gar keinen Plan und ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wo ich bin. Und ich bin verwehrt. Mann. Ich hasse es, wenn sich so viel auf dem Screen tut. So, komm. Alle weg hier. Alle weg hier. Ich brauche euch alle nicht. Okay, hey, nochmal eine Helfer-Trophäe. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Passt schon. Ja, genau. Kick mich nur raus. Oh, lol, ich bin gar nicht draußen. Wieso bin ich nicht draußen? Ich habe doch den Effekt bekommen. Kann ich mich noch irgendwie retten, oder was? Das ist unlustig. Nee, komm, habe ich keinen Bock. Das ist einfach nur unlustig und unfair. Nee, echt nicht. Nee, das ist unlustig. Weißt du,
Was denken die sich bei solchen Kämpfen? Jetzt mal ernsthaft, ich kann den auch einfach auslassen. Ich brauche diesen Spasten nicht. Hä, was juckt mich der? Den kann ich auch einfach auslassen und es schadet mir trotzdem nicht. Ist mir doch scheißegal. So, wo geht's als nächstes hin? Wir können hier irgendwo hin oder hier, nö, hier runter können wir nicht. Wir können aber zum Beispiel hier runter und dann kommen wir zu Bomberman. Das ist auch ein 3-Sterne-Dude. Das heißt, toll. Okay, wir brauchen Rot. Und wen nehmen wir hier? Pikachu. Ja, dann nehmen wir Pikachu. Dann nehmen wir jetzt aber wieder Dr. Mario, denn ich habe es halt nicht mal mit Link geschafft und das muss was heißen. Wenn ich es nicht mal mit Link schaffe, dann ist er in dem Gelände. Dann ist es unmöglich, ja. Wenn ich etwas mit Link nicht schaffe, dann ist alles unmöglich. Kann gar nicht legit sein. Toon Link. Ah ja. Was genau hat Toon Link jetzt mit Bomberman zu tun? Ich hinterfrage es nicht. Ja. Whatever. Komm ran. Jetzt hau ich nicht die ganze Zeit diese blöden Bomben raus. Ja. Genau. Jawohl. Genau so macht man das, Freunde. Das ist ja mal eine richtig coole Assist-Trophy. Ach, ich weiß nicht, was heute los ist, aber heute sind nur Kackkämpfe am Start, ne? Heute sind nur Kackkämpfe am Start. Naja, ich will aber auch nicht so demotiviert klingen. Das ist ja auch scheiße. Oh mein Gott. Das ist doch einfach nur unlustig. Was? Wow, der hat ja ganz schön Power. Oh. Okay, hat sich vielleicht doch gelohnt. Oh, schön. Ja, der hat ein bisschen Power. Ja, aber wir haben ja Wolljoschi. Ja, Wolljoschi ist derzeit grün bei uns. Aber ich glaube, der Bomberman ist fast ein bisschen stärker. Oh! Bomberman kann das Zeug zerbomben. Lol. Okay, wir müssen da mal ganz schnell hoch, Freunde. Bomberman! Kommen Sie ran. So. Wo geht's mit der Röhre hin, ist die Frage. Ach was, hier runter? Aber hier sind wir noch gefangen. Blöderweise. Das bringt uns noch nicht so viel. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Aber einen Stein gab es noch wo. Und zwar oben beim Schloss. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht mal schneiden, weil wir da relativ schnell hinkommen. Und zwar direkt hier unten war das. Genau. Da kommen wir mit Bomberman ran. Und ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt. Gucken wir mal. Oh, ein Gyarados. Okay, cool. Wusste ich gar nicht, dass man sowas da auch finden kann. Nett. So, hier ist der Leiter Doc Louis. Dann gucken wir mal. Der gute Leiter Doc Louis. Spezialregel Angriff stärker, Spezialregel Abwehr schwächer, Spezialregel Turbolauf. Oh Gott, Alter. Was für Spezialregeln hatten der Dude? Okay, dann komm. Ich geb's dir voll in die Nüsse. Er hat mehr KP, das ist natürlich dezent unfair. Warum hat er mehr KP als ich? Ich weiß, ich sag immer HP. Liegt einfach daran, dass ich generell Sachen lieber auf Englisch ausdrücke, als auf Deutsch, meistens zumindest. So, und er haut gleich irgendeinen fetten Punch raus. Den muss ich jetzt immer abwehren. So, KO, was für ein KO? Hä, was für ein KO? Ist er jetzt wirklich KO? Nee, der Typ ist nicht KO. Zack. Wow. Lol, was hat mir der denn für Boxer gerade mitgegeben? So, einfach die Side-A-Attacke immer einsetzen. Zack. Na komm. Ey, Little Mac. Kannst du das bitte lassen? Dankeschön. Das war's mit dir. Voll gegen die Seitenwand. Nice. So, Aktivitätsleitergeist, Doc Louis. Was machst du denn so in deinem Dojo? Gucken wir mal nach. So, mein guter Freund. Wie sieht es denn bei dir aus? Im Studio sind wir hier. Na, so etwas aber auch. Wir sind hier im Studio. Ja, das ist genau das, was wir eben vom guten Gastgeber erfahren haben.
So, wir trainieren hier. Oh, Groudon würde tatsächlich lower werden. Das ist natürlich nicht so geil. Der hier würde stärker werden. Würde Springman stärker werden? Nee. Okay. Springman würde nicht stärker werden. Der hier würde stärker werden. Oh. Okay, dann schmeißen wir ihn rein. Dann schmeißen wir die guten Dudes auch noch rein, weil wir es einfach können. Dann auch noch, ja, den Roboter jetzt nicht unbedingt. Aber wir können ja rein theoretisch eigentlich ihn hier wirklich reinnehmen. Ja, passt schon. Dann lassen wir die mal hier ein bisschen trainieren. Und jetzt machen wir noch einen Kampf gegen Tsubasa Oribe. Keinen Plan, wer das sein soll. So, aber wir brauchen Grün. Grün habe ich gerade genug. Zack, her damit. Und jetzt Kraftstamper und Kraftstamper. Ich gebe dir auch gleich einen Kraftstamper, Alter. Gott, bin ich heute Brain AFK. Könnte daran liegen, dass ich zu wenig geschlafen habe letzte Nacht. Sorry dafür. So. Ich gebe mein Bestes mit Dr. Mario. Oh, die Squid Sister Rhinos. Na dann. So, lol. Wie schnell ging das denn? Ich wollte noch die Squid Sisters hören, Mann. Oh. Naja. Ist halt so. Ist halt so. Alles klar. Leute. Dann. Oil Panic. Ah, das Zeug hier, das restliche, gucken wir uns dann noch das nächste Mal an. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.